Hallo und herzlich willkommen heute mal am Fluss mit entsprechenden Störgeräuschen, weil der hat halt Wasser, ne? Ja, ich wollte noch mal ein bisschen reden über eine weitere Survival-Pflanze, und zwar ist es diese hier. Das ist ein Spitzwegerich, ist aber gerade egal, ob man einen Breitwegerich oder einen mittleren Wegerich oder welchen Wegerich auch immer man da erwischt. Die Zusammensetzung jetzt für irgendwelche Survival-Zwecke als Survival-Pflanze ist ungefähr immer die gleiche, beziehungsweise hängt jetzt nicht speziell von der jeweils individuellen Art ab. Also Hauptsache irgendein Wegerich. Wie man den erkennt? Das geht am einfachsten, wenn wir wieder mal so die schönen alten Zeichnungen heranziehen. In diesem Fall handelt es sich hier eben um den Spitzwegerich, schön zu erkennen eben an den eher schmalen, langen Blättern. Grundsätzlich stehen bei allen Wegerichraten die Blätter als grundständige Rosette direkt aus dem Boden herauskommend. Also die hat jetzt keinen Stängel in dem Sinne, die Pflanze, dass sie dann vom Stängel abgehend weitere Blätter bilden würde, sondern alles kommt direkt aus dem Boden raus. Das gilt auch für die Blütenstände. Ganz ähnlich sieht es aus beim Breitwegerich. Gleiches Prinzip, nur hat der eben breitere Blätter, die zunächst eben mal sehr schmal sind und dann sich weiter auffalten sozusagen, und dann eine relativ breite Blattspreite nennt sich das dann eben entsprechend ausbilden. Der Breitwegerich hat allerdings deutlich größere Blütenstände bzw. Fruchtstände mit erheblich mehr Samen und eignet sich dann auch deutlich besser für die, ja, als Nahrungspflanze für irgendwelche Survival-Zwecke. Aber grundsätzlich haben sowohl der Breit- als auch der Spitzwegerich, das sind die beiden häufigsten essbare Samen, grundsätzlich die gesamte Pflanze essbar. Da gibt es nichts, was irgendwie giftig wäre. Auch die Wurzel kann man theoretisch versuchen auszubuddeln. Wie man hier schön sieht, das ist eine Speicherwurzel, Rhizom-Speicherwurzel, die dann auch eben durchaus ein paar Nährstoffe enthalten kann, wenn man sich die dann eben noch zusätzlich kocht oder sonst irgendwie mit in den Gemüsetopf mit reinschmeißt. Ja, so viel zur Bestimmung. Das Ding ist wirklich sehr einfach zu erkennen und kommt überall an Wegesrändern oder auch auf Wegen und im Grünstreifen des Weges sehr weit verbreitet vor. Der steht ganz oft auf dem Weg, auf irgendwelchen felsigen, trockenen Ruderalflächen, sprich Kiesbett, am Wegesrand. Eventuell bricht er auch irgendwo durch sehr alte Asphaltflächen durch. Man findet ihn eigentlich fast überall, wo wir die Landschaft ein wenig geprägt haben, wo eben eher sehr geringmächtige, sehr magere Böden vorherrschen. Typischerweise dann auch gerne mal an einem größeren kanalisierten Fluss wie hier, weil da ja auch nur wenig Boden entlang des Flussbetts ist, weil wenn der mal Hochwasser hat, dadurch, dass er kanalisiert ist, kommt dann mit Schmackes das Wasser da runter und reißt hier am Ufer alles weg. Das heißt, nur wenig Boden, also ideale Bedingungen für unseren Wegerich. Ne? Aber wie gesagt, den bestimmen ist nicht weiter schwierig. Die können auch sehr variabel groß werden. Das ist jetzt so eine mittelgroße Pflanze. Teilweise ist er noch ein bisschen kleiner. In seltenen Fällen ist er deutlich, deutlich, deutlich größer. Das ist also ganz variabel. Der Blütenstand beim Spitzwegerich nicht besonders beeindruckend. Beim Breitwegerich kann der dann auch noch mal deutlich höher werden und deutlich mehr Samen auch tragen. Die Samen sind essbar, die kann man einfach so abstreifen. Wenn der reif ist, der ist noch nicht ganz reif, dann fallen die einem einfach direkt in die Hand, gerade wenn man ein bisschen Übung hat beim Abstreifen der Samen. Und damit lässt sich, auch wenn die Samen winzig sind, doch in vergleichsweise kleiner Zeit, wenn man irgendwo einen Bestand hat mit sehr großen Wegerichen, vorausgesetzt, ja, das ist wichtig. Bei den kleinen braucht man gar nicht erst anfangen zu sammeln. Da ist dann wieder das Verhältnis von Energieaufwand zu gewonnener Energie eins, das, wo sich das Sammeln gar nicht lohnen würde. Aber bei sehr, sehr großen Wegerichen, wieseweise Wegeriche, da kann man dann tatsächlich eben durch das Sammeln der Samen
ja, so viel zusammenkriegen, dass man sich daraus auch ein Mehl zum Beispiel herstellen kann oder ein vorhandenes Mehl damit strecken kann, je nachdem. Oder man isst die Samen einfach so als Müsli. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich verlinke euch dazu mal ein Video, wo ganz hervorragend gezeigt wird, das ist nicht von mir, ne? Seht ihr dann unten alles in der Videobeschreibung, aber da wird ganz hervorragend gezeigt, wie man denn am besten Vegerichsamen sammelt und aufbereitet. So doll kann ich das schlicht und ergreifend nicht. Ich kümmere mich lieber um die botanischen Details, die dann vor allen Dingen daran liegen, dass neben den Kalorien, die eben die Samen bei dieser Pflanze liefern, ist die auch bekannt als Heilpflanze für verschiedenste Gebrechen. Und da muss man jetzt wirklich ein bisschen vorsichtig sein, weil der Vegerich, der ist ein klein wenig overhyped zum Teil. Er kann vieles, aber auch nicht ganz so viel, wie ihm teilweise zugesprochen wird. Und da ist mitunter auch wirklich ein bisschen Gefahrenrisiko dabei, wenn man wirklich all das machen möchte, was der angeblich können soll, der gute Vegerich. So, und diesbezüglich habe ich mir jetzt mal kurz ein Zettelchen mitgenommen und darf auch kurz quellentechnisch nochmal dieses Buch empfehlen. Generell, wenn man sich für Heilpflänzchen interessiert, ist das hier so das Standardwerk. Da steht zu allen gängigen Heilpflanzen, die wir in Deutschland so finden können, was drin. Ja, ne? Der gute Parlow. Und das kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Das ist jetzt nicht besonders handlich zum Mitnehmen, aber zum Daheim haben und dann mal nachschlagen zu können, das empfiehlt sich auf jeden Fall. So, also zunächst mal die Inhaltsstoffe zum Vegerich sind zum einen die sogenannten Schleimstoffe. Das ist eine große Gruppe verschiedener Verbindungen chemisch gesehen, die eben alle die Eigenschaft haben, dass sie schleimig sind, vorsichtig ausgedrückt. Es gibt tierische und pflanzliche Schleimstoffe. Beim Vegerich sind es logischerweise pflanzliche. Aber wenn wir eben pflanzliche Schleimstoffe zu uns nehmen, dann können die unter Umständen unseren tierischen Schleimstoffen, die wir in uns und an uns haben, ein wenig weiterhelfen, wenn sie halt damit direkt in Kontakt kommen. Im konkreten Fall ist der Vegerich wirklich eine prima Heilpflanze und da also auf jeden Fall wirklich, wirklich nicht zu verachten, wenn es darum geht, dass man Probleme mit seiner Magenschleimhaut, Mundschleimhaut, Speiseröhrenschleimhaut, Darmschleimhaut, all sowas entsprechend hat. Weil wenn wir das Zeug futtern, sei es jetzt als Tee getrunken oder einfach direkt die Pflanze gegessen, dann geht das logischerweise den Verdauungstrakt runter, wie alles, was man so futtert. Und das heißt, die Pflanzeninhaltsstoffe, auch die Schleimstoffe, kommen eben in direkten Kontakt mit all diesen schleimhautgeschützten Bestandteilen in unserem Körper und können dann eben da die Schleimhautfunktion verbessern, die Schleimhaut, wenn sie angegriffen ist, wiederherstellen bis zu einem gewissen Grad und unterstützen diesbezüglich also wirklich ganz wunderbar. Das heißt, bei irgendwelchen Magen- und Darmbeschwerden, beispielsweise eben der berühmten Magenschleimhautentzündung, das wäre jetzt so der Klassiker schlechthin, da kann man sich dann tatsächlich, wenn kein Arzt verfügbar ist und auch selbst wenn einer verfügbar ist, würde es nicht schaden, ein bisschen Vegerich-Tee zu trinken oder halt Vegerich so zu essen, da kann man sich dann schon definitiv ein wenig behelfen. So, was ist dann noch drin? Da sind außerdem noch drin die berühmten Bitterstoffe. Bitterstoffe heißen jetzt erstmal so, weil sie bitter schmecken. Das ist also keine aufgrund der chemischen Struktur der entsprechenden Stoffe klassifizierte Gruppe, sondern einfach, weil eben, wenn wir drauf beißen, dann schmecken die bitter. Das ist Absicht, das ist ein Warnsignal unseres Körpers, weil sehr viele Giftstoffe, die für uns wirklich giftig sind, eben auch bitter schmecken. Und drum reagiert eben der Körper mit eben unseren Geschmacksnerven, mit diesem Bitterkeitssignal, um eben uns davor zu warnen, dass das, was wir jetzt gerade essen, potenziell giftig oder gefährlich sein könnte. Das heißt jetzt zwar nicht, dass das immer der Fall ist, aber da man das eben nicht sicher wissen kann, schmeckt uns so ein Zeug eben nicht. Beziehungsweise auf uns schmecken Pflanzen nicht, wo eben intensiv viele dieser Bitterstoffe drin sind. Jo, jetzt sind die allerdings natürlich auch noch für was gut, sonst würde ich sie ja nicht erwähnen. Und zwar binden die an Rezeptoren, die tatsächlich für solche Bitterstoffe speziell gedacht sind.
Da haben wir im Körper einige. Also das sind so kleine Nopfelchen, wo dann quasi so ein Bitterstoff vorbeikommt. Dann dockt der da an und in dem Moment würden bei uns diverse tatsächlich Hormone sogar freigesetzt, also Botenstoffe, die dann bestimmte Reaktionen des Körpers hervorrufen. Und das kann von Vorteil sein. Und im Fall der Bitterstoffe, die eben unter anderem im Wegerich-Arten vorhanden sind, führt das dazu, dass zunächst mal der Speichelfluss angeregt wird und eine gewisse appetitsteigernde Wirkung stattfindet. Durch das, was eigentlich nicht besonders gut schmeckt, das muss ja auch nicht in hoher Konzentration gegessen werden. Dazu muss man dazu sagen, je jünger die Blätter, desto weniger bitter. Ganz junge Blätter schmecken sogar ganz gut. Für manche Leute wahrscheinlich sogar richtig lecker, wenn man auf sowas steht. Ja, und da sind trotzdem Bitterstoffe drin, nur halt eben nicht so viel. Ansonsten gilt, je älter das Blatt von unserer Pflanze und auch wenn es getrocknet ist, natürlich besonders dann, wenn man sie für den Winter eingelagert hat in Form von getrockneten Blättern, woraus man sich dann später einen Tee zubereiten kann, dann sind natürlich diese Bitterstoffe deutlich intensiver. So, aber jedenfalls kommen die jetzt erstmal im Mund an Rezeptoren, die dann eben erhöhten Speichelfluss im Mund erzeugen und auch appetitanregend wirken können. Das ist dann von Vorteil, wenn man zum Beispiel jemanden hat, der halt eben krank ist und der will nicht essen, wird ihm aber gut tun oder ihr. Und dann kann man da eben auch wiederum mit Wegerich-Tee oder Wegerich-Kaublättern oder was auch immer eben entsprechend eine gewisse Appetitsanreicherung erreichen. So, nächster Punkt. Auch im Darm gibt es solche Rezeptoren, bei denen diese Bitterstoffe entsprechend binden und die lösen dann eben eine Hormonantwort aus und besagtes Hormon nennt sich Gastrin. Das regt im Prinzip die Darmarbeit an. Also sämtliche Verdauungsprozesse, die ab dem Darm in der Reihenfolge, ne, drüber ist ja noch der Magen, auf den hat das jetzt nicht so einen großen Einfluss, aber ab dem Darm sämtliche Verdauungsprozesse, die da dann stattfinden, werden eben gefördert, funktionieren gegebenenfalls etwas besser, etwas schneller, etwas effizienter, wenn man eben mit diesen Bitterstoffen besonders viel Gastrin anreichert, um eben die Verdauung dann anzutreiben. Ja? Hintergrund ist übrigens der, dass diese Bitterstoffe ja fast in allen Pflanzen vorhanden sind und sich die Pflanzen damit ja auch gegen wehren wollen, verdaut zu werden. Die sollen uns ja nicht schmecken. Eine Pflanze hat nichts davon, besonders lecker zu sein, außer ihre gegebenenfalls Samen, die dann schön verpackt sind oder lecker verpackt sind, damit sie eben von uns verbreitet werden. Aber grünes Pflanzenmaterial soll selten gegessen werden. Davon hat die Pflanze nichts. Drum schmeckt das tendenziell bitter. Drum haben wir eben entsprechend, wenn wir davon besonders viel essen, dieses Gastrin hier zu sehen, entwickelt, mal ganz vorsichtig formuliert, einfach um unserem Verdauungsapparat das Zeichen zu geben, okay, jetzt hast du was gegessen, das Inhaltsstoffe enthält, die sich eben wehren, verdaut zu werden sozusagen, ergo schraub mal die Verdauung hoch, gib mal Gas und dann kriegst du das auch verdaut und kannst dich auch von sowas ernähren. Also das ist der Hintergrund, warum das so funktioniert. Die Pflanze hat ja nichts davon, unsere Verdauung zu fördern. Das macht die nicht freiwillig, sondern das ist eine Anpassung von unserem Darm letztendlich. Das äußert sich gerne auch mal in einer allgemeinen Steigerung des Wohlbefindens. Einfach wenn da läuft es in der Verdauung und so weiter und so fort, dann fühlt man sich auch wohler. Das kann also über diesen Wege, auch bei Leuten, die irgendwelche sonstigen Beschwerden haben, die einfach allgemein krank sind, allgemeines Unwohlsein, Krankheitsgefühl, können sich durch diese Wirkung gegebenenfalls auch schon besser fühlen. Dazu kommt natürlich noch ein Placebo-Effekt. Das ist bei fast allen pflanzlichen Heilmitteln immer so eine Sache, wenn man da noch möglichst viel Tamtam und drumherum zur Zubereitung von dem entsprechenden Tee macht, dann hat das insbesondere bei Kindern oder bei Leuten, die einem halt sehr vertrauen, dass das, was man ihnen jetzt gerade einflößt, besonders gut für sie ist, eben noch eine zusätzliche, die Wirkung verstärkende durch den Placebo-Effekt, die Wirkung verstärkende Funktion. Ja? Das heißt nicht, dass die Pflanze nicht sowieso nicht tatsächlich eine Wirkung hätte, die hat sie, sind keine Globuli, aber trotzdem kann man den Placebo-Effekt ja noch zusätzlich mitnehmen. So, besagte Bitterstoffe sind jetzt auch noch für die äußerliche Anwendung ganz interessant, denn das ist wahrscheinlich so das Häufigste, wofür man den Spitzwegerich oder den Breitwegerich und so weiter und so fort kennt, ist eben das, dass wenn man sich ein Blatt zwischen den Fingern verreibt und man hat irgendwo einen Mückenstich und schmiert das dann da entsprechend drauf,
dann hört der auf zu jucken bzw. der Juckreiz lässt stark nach. Dafür sind unter anderem auch wieder diese Bitterstoffe verantwortlich, die wirken nämlich astringierend, also zusammenziehend, Gefäß verkleinernd anstatt Gefäß erweiternd. So, und was ist ein Mückenstich? Bei einem Mückenstich führt das ja oft dazu, dass wir entsprechend an der Stelle, wo wir von der Mücke gestochen worden sind oder von einer Wespe oder von einer Bremse oder von sonstigen Insekten, bei manchen Pflanzen auch, deren Gift wir abbekommen haben, Brennnessel oder ähnliches, das führt dazu, dass an der Stelle vom Körper selber Histamin ausgeschüttet wird. Das ist wiederum auch so ein Botenstoff, also ein Hormon streng genommen, das eben eine Entzündungsreaktion an der entsprechenden Stelle einleitet. Das Immunsystem fährt dann da hoch, die Haut wird da gegebenenfalls etwas wärmer, die Körpertemperatur also punktuell erhöht, es tritt eine Schwellung auf, die Gefäße weiten sich, das Ganze fängt an zu jucken, weil da mordsmäßig was am Passieren ist im Körper. Das muss nicht immer sinnvoll sein, das kann aber auch sehr wohl sinnvoll sein, dazu kommen wir gleich noch. Wenn es nicht sinnvoll ist, wie zum Beispiel nach einem Mückenstich, insbesondere bei einem Kind, da ist nichts Schlimmes passiert, da ist keine riesige Entzündungsreaktion notwendig und schon gar nicht notwendig ist eine große Entzündungsreaktion dann, wenn jemand auf sowas auch noch allergisch reagiert. Also in dem Fall macht es dann auf jeden Fall Sinn, gegen diese Entzündung, gerade die übertriebene Entzündung bei Allergien, was zu unternehmen und da hilft eben draufschmieren dieser Bitterstoffe, unter anderem mehrere Stoffe in dem hier drin, die da eben helfen, die dann quasi das Gegenteil bewirken vom Histamin und die Gefäße eben wieder zusammenziehen, die gerade vom Histamin geweitet worden sind. Das heißt, die Entzündungsreaktion fährt wieder etwas runter, nimmt etwas ab, kann sogar dazu führen, dass sie gar nicht mehr stattfindet, weil der Körper dann schneller begreift, dass das jetzt eine übertriebene Reaktion ist, einen riesen Bobbel wegen einem einfachen Mückenstich hier jetzt aufploppen zu lassen sozusagen. Ja? Also das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr positive Wirkung, vielleicht die, für die der Wegerich auch am bekanntesten ist, dass er bei solchen Insektenstichen, Brennnessel oder sonst was entsprechend hilft. Bei Sonnenbrand, das ist ein bisschen ein Sonderfall, wirken die Schleimstoffe kühlend und die Bitterstoffe zusammenziehend, also auch wieder der Entzündung entgegen. Hier basiert die Entzündung allerdings eben nicht auf einem Insektenstich oder ähnlichem, sondern da sind Zellen zerstört worden von Lasern, quasi UV-Strahlung. Und dadurch, dass die jetzt kaputt sind, reagiert der Körper mit einer Entzündungsreaktion, um eben weitere Schäden besser bekämpfen zu können. Da sollte man sich auch sehr überlegen, ob man da großflächig jetzt was draufschmieren will oder einfach die Entzündung halt hinnimmt, weil das ja schon eine gute Sache ist. Aber dazu später noch ein bisschen mehr. Theoretisch wirkt jedenfalls der Wegerich auch bei Sonnenbrand lindernd. Das ist insbesondere dann von Nutzen, wenn man irgendeine bestimmte Stelle hat, wo man jetzt meinetwegen auf der Schulter den Rucksack tragen muss und an der Stelle muss man den Rucksack tragen und da will man dann natürlich was draufschmieren, damit man nicht allzu große Schmerzen beim Rucksacktragen beispielsweise hat. Also da kann man dann auch eben den Wegerich nehmen, solange die Haut als solche noch intakt ist, nicht auf offene Wunden, auch dazu später noch mehr. Und ich würde sein lassen und auf keinen Fall irgendwelches Zeug auf einen Sonnenbrand, insbesondere nicht auf einen schweren Sonnenbrand, draufreiben, weil da ist die Haut schon verletzt genug. Da muss man dann nicht, da könnte eben auch ein Infektionsrisiko bestehen, wenn man da jetzt in die verletzte Haut oder auf die verletzte Haut irgendwelches Zeug draufschmiert. Insbesondere nicht gekaute Blätter, die man dann so auf diesem Wege dann verreibt. Das sieht man auch häufig. Da sind so viele Keime in unserem Speichel drin, die sind im Mund ganz gut aufgehoben zum Teil. Zum Teil wäre man sie auch lieber los, natürlich, aber das macht schon einen großen Unterschied, ob die eben im Mund jetzt sind oder in der Haut bzw. im Rest von Körper, ohne eben durch den ganzen Verdauungstrakt, Mund bis Enddarm, quasi vom Rest des Körpers abgeschottet zu sein. Ja, das muss man, Blutbahn und Verdauungstrakt sind zwei paar verschiedene Dinge. Was im einen gut ist, ist im anderen noch lange nicht gut. Ja. So, als nächstes gibt es dann noch die sogenannten Flavonoide oder Flavanoide. Das kann ich mir immer nie merken, was davon. Ich schreibe es euch unten nochmal korrekt geschrieben hin, wenn man seine eigene Handschrift nicht lesen kann. Ne? Das sind auch wieder Stoffe, die vor allen Dingen in den Hormonhaushalt bzw. in die enzymatische Steuerung des Körpers ein bisschen eingreifen können.
diejenigen, die jetzt in den meisten Pflanzen, die wir als Heilpflanzen so kennen, enthalten sind, oder in vielen davon, unter anderem eben wieder im Wegerich, führen dazu, dass sie circa etwas mehr als 30 körpereigene Enzyme, die eben zu irgendwelchen Entzündungsreaktionen führen können, hemmen. Ja, also heißt, generell körperweite Entzündungsreaktionen gehen zurück, wenn man viel von den Flavonoiden zu sich nimmt. Gleichzeitig befördern sie und aktivieren die Immunantwort des Körpers. Also es ist eine Kombi aus Entzündung zurückfahren, dafür aber Immunsystem hochfahren. So irgendwie in diese Richtung wirken die als Botenstoff. Das kann auch zu einer Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens führen. Es kann je nach Flavonoid allerdings eben auch dazu führen, dass Entzündungsreaktionen zu stark gehemmt werden, bestimmte Funktionen der körpereigenen Abwehr zu stark ausgesetzt werden und das Ganze dann wieder ins Gegenteil umschlägt und eben einen negativen Effekt letztendlich für die Gesundheit hat. Damit sind die Flavonoide oder Flavonoide oder wie auch immer, die Teile jedenfalls tatsächlich das große Problem innerhalb der Inhaltsstoffe von unserem Wegerich. Die sind das Einzige, was man quasi nicht in beliebiger Menge zu sich nehmen kann. Also beliebige Menge, okay. Also jetzt 3 Waschschüsseln von dem Zeug sollte man in jedem Fall nicht essen. Nicht nur wegen den Dingern, sondern generell einfach, weil dann ist alles schlecht, was da so drin ist. Kommt halt immer so ein bisschen auf die Dosierung an. Aber letztendlich sind es die Flavonoide, die dann noch so am ehesten vielleicht Probleme verursachen können. Ja? Sie wirken auch antioxidativ. Man hat in der Vergangenheit, ist man davon ausgegangen, dass das ihre Hauptwirkung wäre und dass sie deshalb gesundheitsfördernde Wirkungen haben, eben wegen ihrer antioxidativen Wirkung. Was heißt das? Die fangen Radikale ab. Wenn wir mal im Körper was abbekommen haben, was eine besonders hohe chemische Reaktionsfreudigkeit hat, wie zum Beispiel einen einzelnen Sauerstoff, das wäre theoretisch möglich, einen Sauerstoff alleine, das ist ein Radikal. Ja? Das hat eine enorm hohe Anziehungskraft, chemische Bindungskraft, fliegt in irgendein anderes Molekül rein, bombt das sozusagen auseinander, weil seine Molekülanziehungskraft viel größer ist als die von allem anderen, macht also was anderes kaputt. Dabei kann dann noch irgendwelche Giftstoffe bei rumkommen, dass aus den Bruchstücken dessen, was gerade kaputt gemacht worden ist, irgendwas Böses entsteht. Radikale können theoretisch auch DNA zersetzen und zerbomben und damit dann auch Krebs erzeugen, weil die DNA dann gegebenenfalls falsch wieder zusammenwächst oder irgendwie insofern nur so beschädigt wird, dass da halt eben eine Mutation kurzfristiger Art auftritt, die dann auch wiederum Krebs erzeugt. Ja? Das heißt, grob, Radikale sind vor allen Dingen wegen Krebsgefahren Thema und Antioxidantien wirken eben diesen Radikalen entgegen, fangen die ab, speichern die in sich, gehen dabei möglicherweise kaputt, aber da kann nichts Schlimmes bei passieren. Das Radikal ist weg, ohne dass es mehr Schaden anrichten konnte. Vorsichtig formuliert. Das ist also definitiv auch eine positive Wirkung von den Flavonoiden. Inwiefern das jetzt super, super wichtig ist und die insgesamt positive Wirkung von dem Zeug ausmacht. Wie gesagt, früher dachte man massiv. Inzwischen ist man sich nicht mehr ganz so sicher, ob das tatsächlich so einer der wesentlichen Bestandteile des ganzen Prozederes ist. So, und dann sind die Dinger noch theoretisch antibakteriell und antiviral. Wirken also gegen Bakterien und Viren. Warum theoretisch? Naja, wir fressen diese Pflanze, ja? Und wenn wir jetzt eine Entzündung meinetwegen hier an der Schulter haben und da hocken meinetwegen die Bakterien drin und jetzt mampfen wir die Pflanze und die geht in den Magen und in den Darm und so weiter und so fort. Jetzt weiß der Körper nicht zwingend, dass er jetzt irgendwie aus dem Darm heraus die Flavonoide extrahieren soll, vom Darm in die Blutbahn und dann in die Schulter pumpen, weil da wären sie jetzt gerade nützlich, weil sie möglicherweise antibakteriell sein könnten. Das ist ein großes, großes Problem bei ganz vielen Stoffen, die dann als, oh, ganz toll, weil antibakteriell gehypt werden. Ja, wenn du sie direkt in Verbindung mit den Bakterien bringst. Hast du also eine Infektion des Magens, sind da Bakterien drin, die du loswerden willst, dann kannst du Spitzwegerich fressen und dann wird er dir helfen. Ja? Oder eben Magenschleimhautentzündung oder sonstige Magenerkrankungen. Da ist das Zeug wirklich ganz, ganz super. Lungenentzündung.
nochmal so ein Ding. Wir hatten ja schon von den Schleimstoffen gesprochen, die da im Spitzwegerich drin sind. Schleimstoffe wären jetzt potenziell auch geeignet, die Schleimhaut in den Atemwegen. Ja, da gibt es ja auch Schleimhäute bekannterweise. Ja, hat jeder schon mal gemerkt, wenn er hustet und dann entsprechend kommt das Zeug hoch. Das wäre auch extrem hilfreich, wenn diese Schleimstoffe vom Wegerich da irgendwie hingelangen würden. Deswegen traditionell gibt man Wegerich als Tee auch bei Husten. Es ist allerdings eben bisher medizinisch, also zumindest mein Stand, vielleicht hat sich da in den letzten Monaten auch noch was geändert, aber ist es halt nun mal so, dass diese Schleimstoffe einfach nicht in die Lunge kommen, weil du kippst dir den Tee ja nicht in die Lunge, dankenswerterweise, das wäre schlecht, sondern du kippst ihn dir in den Magen. Und auch dann wieder, im Magen wird ohnehin einiges zersetzt. Dieser Schleim ist zwar resistent, aber dann wird er spätestens im Darm irgendwie zersetzt. Der kommt einfach nicht zwingend und wahrscheinlich gar nicht eben an den Ort, wo er gebraucht wird. Ja? Das ist das große Problem. Schleimhäute hat der Körper viele, aber wie soll das da hinkommen? So. Gleiches Problem eben mit der antiviralen, antibiotischen Wirkung von den Flavonoiden. Solange die da nicht hingelangen, unverändert ins Blutsystem, um dann in der Niere meinetwegen eine Entzündung zu heilen, hilft das nicht. Ja, da können die noch so antibiotisch und antiviral sein. Davon abgesehen werden sie im Darm auch größtenteils abgebaut. Und das ist auch gut so, weil wenn die wirklich richtig schön antibakteriell sind, dann würden sie im Darm auch unsere komplette Darmflora zerlegen und dann hätten wir keine mehr. Also diese ganzen nützlichen Bakterien, die bei uns im Darm wohnen, das sind viele, die würden von sowas ja auch kaputt gehen. Quasi, wenn du Wegerich frisst, wäre ungefähr so, als würdest du dein Leben lang ständig Antibiotika mampfen. Das tut dir auch nicht gut. Ja, also so gesehen, es wäre äußerst schlecht von unserem Körper, wenn der jede antibiotische Substanz sofort überall verteilt, dann wären wir unter Dauer Antibiotika. Also ganz grob gesagt, ja. Also bin ja jetzt kein Mediziner, aber für das bisschen Bio reicht's noch. So, dann haben wir noch das Ankulin oder Aukulin. Aukulin, so heißt's. Das wurde lange Zeit auch als der Stoff, der da eben im Wegerich drin ist, gehypt und galt als mit einer der nützlichsten Bestandteile von so einem Wegerich-Tee, weil auch wieder antibiotisch. Dazu gab es nämlich mal einen berühmten Versuch, der es irgendwie sehr weit geschafft hat, in den Medien und von vielen Leuten aufgegriffen wurde. Da hatte man also verschiedene Pflanzensäfte rumstehen. Diverse Pflanzensäfte haben geschimmelt, aber die, wo viel Aukulin drin war, die sind halt nicht geschimmelt oder haben nicht geschimmelt. Keine Ahnung, Deutsch, kaputt jetzt. Jedenfalls hat man dann aus dem Nichtschimmeln dieses Pflanzensaftes darauf geschlossen, dass da der hohe Aukulinanteil dazu führen muss, dass das eben antibakteriell ist. Ist es auch, aber gleiches Prinzip wie eben beschrieben. Nur weil du das schluckst, heißt das nicht, dass sich das genau an den Ort, wo die Bakterien sitzen, in deinem Körper dann irgendwie hintransportieren lässt. Insbesondere das Aukulin ist nämlich nicht darmresistent, wird also im Darm sehr schnell abgebaut und der Darm wäre der frühestmöglichste Ort, wo es bei oraler Zufuhr durch die Darmepithelzellen dann irgendwo anders im Körper hintransportiert werden könnte. Im Magen passiert das ja nicht, der Magen ist ja einfach nur ein Säurebad. In dem werden, ja gut, ein bisschen was kann da auch aufgenommen werden, klar, aber in dem Fall wäre das erst im Darm der Fall und da es da ja so gleichzeitig abgebaut wird, ist dieses Aukulin erheblich schlechter als sein Ruf. Ja? So. Wäre interessant, wenn man irgendwie Aukulin extrahieren könnte, draußen in der Wildnis und sich da draußen Aukulinsalbe machen. Und die könnte man dann theoretisch auch auf mit von Bakterien infizierte Wunden schmieren, um da dann eben die Bakterieninfektion zu behandeln. Blöd nur, dass man draußen halt eben keine Aukulinsalbe aus den anderen Inhaltsstoffen von so einer Pflanze extrahieren kann. Es sei denn, man ist jetzt der Superchemiker vom Herrn, weiß ich nicht, ich könnte es jedenfalls nicht. So. Was uns dann noch zu einem großen Problem führt. Bisher waren das ja alles harmlose bzw. schöne Sachen und alles schreit danach, dass man im Grunde den Wegerich futtern sollte, wo immer man ihn auch findet und sich täglich seinen Wegerich-Tee macht. Achso, das habe ich vergessen zu erwähnen. Wie macht man einen Wegerich-Tee? Hier laut Parloff, dem hier, soll man erstens wahlweise frische Blätter nehmen,
Dann gerne die jungen, gerne schön saubere, hübsche Blätter, die halt keinen Dreck dran haben und so weiter und so fort. Das Zeug ist so häufig, dass man da wählerisch sein kann. Und die schnibbelt man klein und nimmt 2 Teelöffel kleingeschnibbelte Blätter auf 1/4 Liter kochendes Wasser. Lässt das ein paar Sekunden, ja, eine Minute ziehen oder sowas. Hab vergessen, was er dazu genau schreibt, aber irgendwas um den Dreh wird es gewesen sein. Und hinterher hast du dann halt deinen Tee und davon sollst du 2 bis 3 Tassen am Tag trinken. Angefangen mit der ersten Tasse nach dem Aufstehen. Also idealerweise dann eine so um die Mittagszeit und dann eine halt nochmal so zum Abendessen, wenn du dann 3 trinken möchtest. 2 würde, wie gesagt, auch funktionieren. Eine Tasse hat per Definition in dem Buch, glaube ich, 100 Milliliter. Also so bis zu 300 Milliliter von Spitzwegerich-Aufguss pro Tag trinken. Hilft dann eben gegen alle benannten Probleme und wäre im Survival-Fall auch was, was man einfach potenziell schon mal vorsorglich machen könnte, wenn man weiß, man ist jemand, der zu Darmleiden, Magenleiden, irgendwie sowas in diesem Stil tendiert. Ja, so. Jetzt nochmal. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, und das ist wirklich ein Problem, dass der Wegerich auch wundheilungsfördernd wäre. Und da geht mir jedes Mal so ein bisschen gefühlt der Hut hoch, weil erstens derzeit, ja, soweit ich zumindest, ich bin natürlich nicht in der alleraktuellsten medizinischen Forschung drin, ja, aber sowas richtig Wundheilendes gibt's nicht. Man forscht da wohl an irgendwelchen Stammzellentherapien, also adulte Stammzellen, nicht, dass man jetzt irgendwelche Embryonen dafür kaputt machen würde, aber... Ja, das ist so das Einzige, wo es wohl gerade in größeren Umfang geforscht wird, wie man die Wundheilung beschleunigen könnte. Denn wie funktioniert Wundheilung? Naja, folgendes. Du schneidest dich, dann hast du jetzt erstmal ein Loch in der Haut. Da tritt jetzt erstmal Blut aus, weil Blutgefäße kaputt sind. Und die bluten jetzt schön nach. Warum? Naja, damit da möglicherweise eingedrungene Krankheitserreger in der Haut jetzt erstmal nach außen gespült werden. Also ein gewisser Blutverlust beim Anfang der Wunde, also wenn man sich eine Wunde zugefügt hat, ist erstmal gut. So, danach verstopft die Wunde dann durch unter anderem Fibrinogen, Blutplättchen, die das alles zukleben, die das ordentlich dicht machen. Da werden dann noch diverse andere Stoffe in die Wunde gespült, das Immunsystem wird angeregt, die Makrophage kommt und frisst irgendwelche Zellreste oder mögliche Krankheitserreger weg. Man passt auf, dass da nichts Schlimmes passiert ist. Gegebenenfalls gibt es eine Entzündungsreaktion. Das ist nämlich was Gutes. Ja? Eine Entzündung sorgt dafür, dass das Immunsystem an der Stelle, wo die gerade passiert, so richtig krass arbeiten kann und dann dafür sorgt, dass da auch ordentlich eben desinfiziert und Keime gekillt und so weiter und so fort werden. An der Stelle nochmal ein kleiner Exkurs. Zeckenstich. Auf einen Zeckenstich, der juckt, kann man theoretisch auch den guten Wegerich draufschmieren. Das würde helfen. Auch beim Zeckenstich, wie bei anderen Insektenstichen auch, setzt dann eine juckreizlindernde Wirkung ein. Ich würde das allerdings nicht machen, weil bei Zecke kann man sich ziemlich sicher sein, wahrscheinlich war es eine mit Borrelien drin und du kriegst jetzt deswegen hoffentlich keine Borreliose, weil dein Immunsystem gut genug darin war, die Borrelien, also die Borreliose-Erreger, die in der Zecke drin waren, zu killen. So, und wenn du jetzt an der Einstichstelle, da wo die meisten Borrelien hocken, wo gerade dein Immunsystem Alarmstufe rot macht und eine krasse Entzündungsreaktion losgeht und das Ding juckt wie Sau, da diese Juckreiz und damit auch die Entzündungsreaktion jetzt zu reduzieren, damit das Immunsystem an der Stelle wieder runterfährt und sich wieder beruhigt, kann gegebenenfalls dann sehr ernste Konsequenzen haben, weil dann werden halt nicht mit voller Kanne die Borrelien bekämpft, sondern nur noch ein bisschen. Und das will man da dann nicht. Ne? Bei einem Mückenstich ist egal, es sei denn, es ist eine Malaria-Mücke, dann das gleiche Prinzip. Wobei ich mich mit Malaria überhaupt nicht auskenne. Also da fragt jemand, der sich damit auskennt. Aber trotzdem, hat man da möglicherweise was, woran man krank werden könnte, dann ist eine Entzündung genau das, was man an dieser Stelle haben möchte, weil das halt eben unsere körpereigene Abwehr gegen sowas ist. Das gibt's aus einem Grund. Ja, eine Entzündung ist nicht dazu da, einen zu ärgern, sondern um zu verhindern, dass man im Idealfall, beziehungsweise im schlimmsten Fall, dann das Zeitliche segnet daran.
war, am Erreger, nicht an der Entzündung selber. Die Entzündung ist quasi das Heilmittel. Darum Entzündung hemmen, immer ein bisschen vorsichtig sein, immer gut überlegen, ob das jetzt an der Stelle gerade wirklich, wirklich sinnvoll ist. Ja, und das bringt uns zurück zur Wundheilung. Wir haben jetzt also eine verschlossene Wunde, die da jetzt eben entsprechend zu ist. Fibrinogen, Blutplättchen und so weiter und so fort. Dann diverse kleine Fasern, die sich dann da ausbilden in der Wunde. All unsere körperinternen Bestandteile, die eben eine Wunde verschließen, haben da jetzt gewirkt und die Wunde ist zu und da blutet nichts mehr und alles ist gut. Darunter mag vielleicht aber trotzdem noch ein relativ tiefer Schnitt sein. Vielleicht ist es auch eine schlimmere Wunde, einfach eine größere, die sich von alleine durch körpereigene Blutplättchen und so weiter und so fort gar nicht schließt. Lässt und die bleibt halt noch eine Weile offen. Wir haben sie meinetwegen zusammengetaped oder halt eben verbunden oder notdürftig tatsächlich sogar vielleicht genäht, weil irgendeiner in der Gruppe tatsächlich Wunden nähen kann und man hat das unter den bestmöglichsten Bedingungen gemacht. So, und jetzt will man, dass diese Wunde heilt. Da gibt es im Grunde nach wie vor keine Möglichkeit, diesen Prozess über ein natürliches Maß hinaus zu beschleunigen. Wundheilung dauert so lang, wie sie dauert. Die kriegt man nicht schneller. Ja, also du kannst da, egal was du draufschmierst auf die Wunde, die Neubildung von Zellen, letztendlich die Neubildung von Bindegewebe, was dann die Wunde wieder verschließt, von Haut, von Fleisch, wenn man so will, je nachdem, wie tief die Wunde geht. Ja, der fehlt da ein Stück Körpersubstanz, das muss nachwachsen und das braucht Zeit. Ja? Und das bedeutet, die Zellen im Bereich des Wundrandes müssen halt so weit wiederhergestellt sein, dass sie anfangen können, sich zu teilen und dann kann nach und nach von außen nach innen in die Wunde rein durch Zellteilung neue Körpersubstanz, neues Fleisch gebildet werden und die Wunde verschließen. Und diesen Prozess, den kann man nicht beschleunigen. Da müsste man irgendwas reinschmieren, was das Zellwachstum beschleunigt. Das wäre hochgradig eine richtig beschissene Idee, weil wenn das Zellwachstum beschleunigt wird, überlegen wir mal, was bringt denn reihenweise Menschen um und warum? Weil beschleunigtes Zellwachstum Krebs, Tumore, so ein Zeug. Ja? Also an der Zellteilungsgeschwindigkeit oder am schnelleren Zellteilungsvermögen rumzudoktern, ein bisschen gefährlich, ja? Und drum möchte man vielleicht auch, ist man auch sehr vorsichtig, so habe ich mir das zumindest mal erzählen lassen, in der Forschung von Heilungsförderung, ne? Weil letztendlich, das ist die einzige Möglichkeit. Du müsstest die Zellteilungsrate und die Bildung von Fleisch erhöhen. Kann der Spitzwegerich die Bildung von Fleisch erhöhen? Nö, kann er nicht, ja? Ganz klar, kann er nicht. Was kann er denn dann, beziehungsweise was macht man heutzutage, wenn man eben eine Wunde hat, um die so best wie möglich zu versorgen, wenn man schon die Zellteilungs- und Fleischbildungsrate nicht erhöhen kann? Man kann versuchen, die Wundheilung nicht noch zusätzlich zu verlangsamen. Darum geht's, ja? Also wenn du eine Wunde optimalst versorgst, so gut wie nur irgendwie gehst, dann heilt die schneller, als wenn du sie schlecht oder gar nicht versorgt hättest. So gesehen, also wenn man das so betrachten möchte, gibt schon die Möglichkeit, die Wundheilung zu beschleunigen, indem man sie halt so schnell wie geht ablaufen lässt und sie eben nicht zusätzlich erschwert. Und jetzt kommt eben nochmal unser Spitzwegerich ins Spiel, weshalb sich eben diese Sache mit der Wundheilungsförderung so lange hält, liegt daran, dass diese Schleimstoffe, die da drin sind und die antibakteriell wirkenden Bestandteile, die da drin sind im Wegerich, die haben jeweils, wenn man die extrahiert und aus denen eine schleimige und antibakteriell wirkende Salbe bastelt, zum Beispiel im Chemiebaukasten, ja, und die dann unter einem atmenden Pflaster, unter einem atmenden Verband, unter optimalen Bedingungen im Krankenhaus oder wo auch immer auf der Wunde aufbringt, dann hat die eben tatsächlich eine die Wundheilung nicht behindernde Wirkung. Also sprich, die Wundheilung kann dann so optimal wie möglich ablaufen. Aber nur unter diesen Bedingungen. Was man auf keinen Fall tun sollte, weil dann sind die negativen Aspekte eben viel stärker als die positiven, ist Wegerich klein kauen, auf die Wunde spucken nach Möglichkeit und dann schön in den Schnitt reinreiben.
oder sowas in der Richtung. Dann hat man zwar Schleimstoffe und auch antibakterielle Wirkung da drin, man hat aber auch sämtliche Bakterien aus dem Speichel, man hat sämtliche Bakterien, die auf der Haut waren, jetzt in die Wunde gerieben, man hat mögliche Bakterien, die man an den Händen kleben hatte, in die Wunde gerieben und man hat alle Errungenschaften von Hygiene und unserem Wissen über keimfreie Wundabdeckung und Ähnlichem einfach mal alles vollständig ignoriert, nur weil man irgendwo mal gelesen hat, dass ein Wegerich wundheilungsfördernde Wirkung hätte. Das kann sogar so schlimm werden, dass man, wenn man die Wunde, wo man den Wegerich reingeschmiert hat, durch das Zuschmieren der Wunde nicht mehr genug Sauerstoff in oder an die Wunde gelangt und anaerobe Bedingungen in der Wunde herrschen, wodurch sich dann ganz wunderbar auch Tetanus bilden kann. Tetanus ist ja jetzt gerade ein Thema, jetzt wo die Flutkatastrophen gewesen sind, dass da mobile Impfteams unterwegs waren, um gegen Tetanus zu impfen, weil das halt oft nicht so ganz der Fall ist. Und ganz schnell bei kleinen Kratzern, wenn man es nicht gewohnt ist gegen Tetanus, wenn man nicht mehr geimpft ist gegen Tetanus, kann sich das halt ganz, ganz schnell dann auch bei kleinsten Verletzungen eben entsprechend bilden. Und wenn das mal ausbricht, der Wundstarkrampf, dann hat man da gegebenenfalls ein ernsthaftes Problem. Tetanus ist dahingehend ein bisschen verwirrend, weil das ist ein Bakterium, der eigentliche Tetanus-Erreger. Aber man kann sich gegen Tetanus ja impfen lassen. Das ist jetzt gewisserweise ein Widerspruch. Viele von uns haben vielleicht gelernt in der Biologie oder Ähnlichem, dass man sich gegen Viren impfen lassen kann, gegen Bakterien nicht. Gegen Bakterien helfen dafür dann Antibiotika. So beim Tetanus-Bakterium ist das alles ein bisschen komplizierter. Da ist nämlich das Bakterium in der Lage, einen Giftstoff abzugeben und der killt uns primär. Also ist es gar nicht das Bakterium selbst, beziehungsweise schon, das uns killt, aber vor allen Dingen eben dieser Giftstoff. So, und gegen diesen Giftstoff kann der Körper eben Antikörper bilden, um den dann zu isolieren, damit der keinen Schaden mehr anrichtet. Und diese Antikörper wiederum, die kann man vorher impfen. Ja, also es ist einer der wenigen Fälle, wo man mal gegen was impft, was gar kein Virus ist. Daher an dieser Stelle einfach nicht verwirren lassen, nur weil ich da schon die Kommentare vor mir sehe. Wie, hä, das ist doch ein Bakterium und dann kann man da impfen und da ist das ist doch komisch, da ist doch bestimmt wieder der Bill Gates schuld oder irgendwie sowas in diese Richtung. Ne? Also weiter geht's im Text. Also es wäre eine unglaublich blöde Idee, jetzt wieder zu Mittelaltermethoden zurückzukehren und sich irgendwas in eine Wunde zu schmieren. Völlig egal was. Es sei denn, es ist eine antiseptische Salbe, die man aus dem Krankenhaus oder vom Arzt oder aus der Apotheke oder sonst woher hat, in Kombination mit einem normalen Mulbildenverband oder irgendeinem modernen Hightech-Verbandstoff, der so in Form eines Gels funktioniert. Weil grundsätzlich fördert ein feuchtes Wundmilieu, er fördert nicht die Wundheilung, aber lässt sie so optimal wie möglich ablaufen. Ja? Und eben da kommt das her beim Wegerich, dass eben die Schleimstoffe plus die antibakterielle Wirkung zusammen, wenn man sie richtig im sterilen Umfang entsprechend aufbereitet, einsetzt, dann haben die gleiche Funktion wie ein modernes Gelpflaster mit irgendeinem antiseptischen Zusatzstoff. Ja? Dann, aber auch nur dann. Deswegen bloß nicht mit irgendwelchen offenen Wunden, Wegerich in offene Wunden schmieren, an offene Wunden schmieren. Und das gilt auch schon für einfachste Hautverletzungen, selbst ein kleiner Kratzer von Brombeergestrüpp oder sonst was. Jetzt wird gegrillt hinter mir, also hinter der Kamera. also die Grille, ne? Ja. Auch da schon nicht, weil auch da reibt man sich Krankheitserreger in die Wunde, die da nichts zu suchen haben. Wunde säubern, Wunde waschen gegebenenfalls, Wunde desinfizieren, wenn man dazu was da hat und dann so gut wie möglich vermeiden, dass da irgendwelche Keime reinkommen. Das ist das Intelligenteste und Schlauste, was man machen kann. Nicht zu uralt Methoden mit irgendwelchen Kräuterumschlägen und Mistwickeln, wie man sie im Mittelalter hatte und so weiter und so fort zurückkehren. Die Errungenschaften der modernen Medizin haben schon ihre Berechtigung, dass wir alle viel, viel, viel älter werden als noch im Mittelalter. Liegt nicht unbedingt daran, dass die Mistwickel so gut funktioniert hätten. Ja? Also das bitte im Hinterkopf behalten und damit sind wir durch, weil das wollte ich jetzt wirklich mal loswerden. Das brennt mir ein bisschen auf der Seele, dieses angebliche wundheilende Eigenschaft vom Wegerich.
Das ist eine tolle Medizinpflanze und ich mag ihn deswegen eigentlich nicht so sehr. Der hat bei mir einen schlechteren Ruf, als er haben sollte, eben wegen seiner Overhypedheit, dass der für alles Mögliche eben helfen soll. Und das ist halt ein Riesenmissverständnis. Beziehungsweise, ja, man muss halt auch den Placebo-Effekt von der tatsächlichen Wirkung irgendwo insofern trennen, dass selbstverständlich es schon sein kann, dass ein Patient, auch selbst wenn du ihm Wegerich in die Wunde schmierst, dass es dem hinterher besser geht, weil der sich einfach besser fühlt, weil man sich besser um ihn gekümmert hat, weil er denkt, jetzt wurde was getan und dann einfach dieser Wille, dass es ihm besser geht und dass das Mentale besser gehen stärker sein kann, als das kleine bisschen, wenn man Glück hat, nur kleines bisschen Infektion in der Wunde durch eben aufgetragenen Wegerich. Ne? Das ist also im Einzelfall immer ganz, ganz schwer festzustellen, welcher Prozess jetzt gerade dominiert, ob es jetzt hilft oder ob es jetzt nicht hilft. Aber im schlimmsten Fall kann es wirklich ganz, ganz böse ausgehen. Und das ist ein Risiko, was man sich dann mindestens in einem Survival-Fall wirklich, wirklich nicht leisten kann oder sollte. So, ich habe fertig. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Dankeschön. Tschüss.